Guten Morgen, ich bin Jeremiah und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute wieder mit einem brandneuen Fahrzeug, nämlich der 2003er Ford Mustang SVT Cobra, aka die Terminator Cobra. Diesen Wagen werde ich präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns natürlich auch im Tuning so ein bisschen ausleben. Die Cobra ist vor ein paar Tagen ins Spiel gekommen. Ich kann gerade ehrlicherweise nicht genau sagen, wann die Folge hier kommt, deswegen kann ich einfach nur sagen, vor ein paar Tagen ist über die Festplaylist reingekommen und wir werden sie uns heute angucken. Ich hab Bock. Dieser Wagen tatsächlich, bevor der ein oder andere jetzt sagt, ist er nur wieder ein Mustang, will ja keiner haben, ist ja der gleiche, was wir eh schon im Spiel haben. Wir haben ja schon, wenn wir mal zu Ford rübergehen an der Stelle, dann haben wir ja sowieso bereits hier die 2000er SVT Cobra R. Wieso brauchen wir denn noch die SVT Cobra von 2003? Dieser Wagen hier ist eines der am meisten gewünschten Fahrzeuge aus der Community und zwar schon seit verdammt lange, seit mindestens Forza Horizon 3, habe ich das so häufig gesehen, dass die Terminator Cobra doch mal unbedingt ins Spiel kommen sollte. Es ist einer der beliebtesten Mustangs tatsächlich aller Zeiten und warum dem so ist, werde ich euch heute in dieser Folge versuchen zu erklären. Erstmal rein optisch ist das Ding einfach geil, finde ich. Ich war nie so ein Fan früher von der dritten und von der vierten Generation des Mustang, also vom Foxbody und von diesem hier. Ich habe die nie so gefühlt, aber ich muss doch sagen, gerade jetzt hier eben das, ja, Facelift kann man sagen, das 2003er Modell, die Terminator Cobra hier eben, sieht schon geil aus. Man erkennt auch schon in der Seitenlinie die leichten Ansätze, die dann in den 2005er übergegangen sind, in die fünfte Generation, wo der Mustang dann eben in diese Retro-Optik der ersten Generation zurückgegangen ist. Aber ja, das kam dann eben alles ein bisschen später tatsächlich. Und wir können auch mal hier unter die Haube gucken, sehen dann ein Motörchen, was kein Sauger ist, wie wir hier bereits sehen. Das ist richtig, richtig geil auf jeden Fall. Digga V8, so wie er sich gehört für den Mustang. Und nicht anders wollen wir es haben. Kofferraum können wir auch öffnen. Ja, gut, der ist Kofferraumvolumen in etwa so groß wie der Hubraum, kann man sagen. Setzen uns mal rein und sehen dann ein Interieur. Ja, da wird es am liebsten wieder aussteigen, bin ich ehrlich. Also das gefällt mir persönlich absolut nicht. Der Sitz ist sehr weit nach vorne geschoben. Ich fühle mich irgendwie, wenn ich hier sitzen würde, ich würde vom Lenkrad erdrückt werden. Also der muss ein Stück nach hinten auf jeden Fall. Aber nein, ich... Also das ist wirklich noch die Ära, wo man sagen kann, ja, die Amis, die haben ja viel mit Plastik im Interieur gearbeitet. Das ist noch die Ära von Fahrzeugen, wo ich das unterschreiben würde. Das ist nicht schön. Das ist absolut nicht schön. Die Anordnung der Armaturen und so weiter, darüber können wir reden, das ist fein. Aber von den Materialien hier siehst du in dem Videospiel schon, dass das sehr, sehr billig gebaut ist. Und das ist einfach nicht gut, muss ich sagen. Wir starten ihn jetzt aber mal. Ich muss jetzt wirklich mal sagen, also es sind jetzt ja ein paar Tage vergangen, seit der Wagen ins Spiel gekommen ist, und ich muss jetzt wirklich mal eine Sache ganz, ganz klar sagen. Ich habe von einigen Leuten gelesen, die enttäuscht über den Sound sind. Warum? Ich verstehe es nicht, der ist doch geil. Also doch, ich weiß warum. Weil die Leute allgemein es sehr lieben, in Forza die Sounds zu haten, egal ob Horizon oder Motorsport. Aber ich finde den Sound echt geil, muss ich sagen. Und wir drehen uns erstmal direkt weg. So ein Ding ist das nämlich. Gar kein Problem. Ich bin Profi in allem, was ich tue. Andi hat mein Name. Ich habe mehrere tausende Stunden in Forza Horizon. Ja, hat man gerade gesehen. Erstmal erste Kurve direkt rausgedreht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben hier die 2003er Ford Mustang SVT Cobra. Es ist ein bisschen schwierig mit den Pronomen für den Wagen, ne? Weil es ist ja die Cobra, aber der Mustang... Weiß ich jetzt nicht genau. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen hin und her schmeißen im Laufe der Folge. Kann ich mir gut vorstellen. Oder da oben auf jeden Fall ein 4,6 Liter V8, der Kompressor aufgeladen ist, auf 390 PS kommt und 530 Newtonmeter. Das am Anfang der 2000er in einem Sportcoupé ist scheiße viel, muss man ehrlich sagen. Also das ist echt absolut brutal. 0 auf 100. Schafft er in 4,6 Sekunden. Topspeed ist bei 246 km/h abgeriegelt. Ja, ist ein Ami.
Deswegen ergibt es ein bisschen mehr Sinn, wenn wir das in Meilen pro Stunde sagen. Da sind es nämlich dann 153. Ich habe keine Ahnung, warum es dieser Wert ist, aber man hat einfach beschlossen, ne, da ist Schluss. 154 Meilen ist zu viel, 153, das können wir noch machen. Wenn man ihn aber frei laufen lässt, dann kommst du auch so 290 km drauf wieder ungefähr. Der Wagen kostete damals in etwa $33.500, das sind heute in etwa mit Inflation und umgerechnet 52.000 Euro im Neupreis. Und dieser Wagen hier wurde designt von Camillo Pardo. Ich habe ihn safe falsch ausgesprochen, ist aber unter anderem auch der Designer des Ford GT von 2005. Und da merkt man schon, jo, der Mann weiß, wie man Autos designt, weil das hier ist einfach auch sehr, sehr geil am Ende des Tages. Es wurden knapp 8.400 Stück davon gebaut. 8.394, um genau zu sein. Und es gibt einen riesigen Aftermarket für dieses Auto. Allgemein für diese Generation des Mustangs. Ich sag persönlich immer, die vierte Generation des Mustangs ist der amerikanische Supra. Das Ding kannst du modifizieren bis ins Unendliche. Vom Interieur, vom Motor, Exterieur. Also das ist ein gigantischer Aftermarket, den dieser Wagen hat. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob das im Spiel hier vielleicht auch das ein oder andere dann mit sich bringen wird. Wäre sehr geil auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wo kommt der Name Terminator her? Ich habe keine offizielle Erklärung dafür gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe aber eine Erklärung, die ich mir vorstellen könnte. Das hier ist das 2003er Modell. 2003, wie gesagt, begann der Codename Terminator. 2002 war das letzte Jahr, das vorerst letzte Jahr, der Chevrolet Camaro. Der ist 2002 eingestellt worden, bis 2010. Ich glaube, 2008 kam es. Ne, 2008, genau. 2010 kam der Challenger zurück, 2008 der Camaro. Und dadurch hatte Mustang den Camaro halt erstmal Terminator. Deswegen ist das vielleicht der Hintergrund, wieso dieser Schlag gegen Chevrolet hier die Terminator-Kopie ist. Das kann ich mir persönlich erklären und selbst wenn es falsch ist, finde ich die Erklärung sehr schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Alter, guck mal, wie der auch marschiert auf der Geraden. Also, das ist ein 20 Jahre alter Mustang. Können wir das mal kurz uns vor Augen führen? Ist das brutal einfach nur. Ist das fucking brutal. By the way, ich möchte in der Folge sagen, falls meine Stimme leicht angeschlagen klingt, ich nehme die Folge gerade am Montag nach dem Event in Osterbrück auf und es war sehr laut, deswegen musste ich sehr viel schreien. Deswegen, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Wir werden auf jeden Fall jetzt die Terminator Cobra nehmen, auf die Teststrecke fahren und mal schauen, was sie da reißen wird. Da ist der Terminator an der Startlinie und fährt nach vorne bis in Respin. Wir haben ja eingangs schon gesehen, der Wagen hat Power. Und ja, die 4,6 Sekunden von 0 auf 100 erreicht er nicht ansatzweise. Also das ist nicht meine Sache von, ja, so ein paar Zehntel, die ihm da vielleicht fehlen. Nein, das ist not even close. Das sind fast 6 Sekunden hier im Game. Also, ja, weiß nicht genau, woran er die liegen hat. Das werden wir vielleicht in einem Tuning später rausfinden. Was wir auf jeden Fall rausfinden, ist, dass die Kurvenlage, ich sag mal, okay ist. Es ist jetzt nichts Atemberaubendes. Man merkt auf jeden Fall, SVT ist ja die Sportabteilung von Ford damals gewesen. So, das ist im Prinzip, es ist kein Shelby, aber es ist von der Richtung her was Ähnliches, kann man sagen. Und da merkst du schon so einen gewissen Ansatz, dass wir ein gutes Einigverhalten haben und so weiter. Das merkst du schon. Ich finde aber, dass das hier noch so ein bisschen ein Klischee-Mustang ist. Viel Power, eine sehr starre Hinterachse. Also die Hinterachse gefällt mir absolut gar nicht, wie sich das alles hin und her bewegt. Ja, es ist einfach, es ist ein bisschen komisch, dieses Auto. Es ist wirklich ein bisschen komisch, weil die Vorderachse gefällt mir besser als die Hinterachse. Und das sollte bei einem Mustang eigentlich nicht der Fall sein. Gerade bei so einem Auto mit so viel Power auf die Hinterachse sollte da eigentlich ein bisschen mehr der Fokus drauf gelegen sein bei der Entwicklung. Aber ja, wie gesagt, das fühlt sich einfach sehr, 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 sehr starr einfach alles an. Und das sorgt dafür, dass der Wagen sich halt auch ein bisschen sperrig dann insgesamt um die Kurven bewegt und gerade auch aus den Kurven raus. Durchsatz auf der Geraden, habe ich schon gesagt, der marschiert nach vorne, das ist absolut gut. Ich finde auch die Bremsleistung nicht schlecht, tatsächlich. Also, wie gesagt, 20 Jahre alter Mustang, das muss man immer bedenken. Die Bremsleistung ist gut. Das Getriebe, für meinen Geschmack ein bisschen lang, aber jetzt auch nichts Schlimmes. Die Schaltzeiten gefallen mir persönlich. Wenn man halt in Relation setzt, was das für ein Auto ist, gefallen mir die Schaltzeiten ganz gut.
Aber die Kurvenlage ist echt problematisch. Also da hätte man ein bisschen mehr den Fokus nochmal auf den Fahrwerk legen können. Vielleicht nochmal ein bisschen Gewicht rausnehmen. Ich glaube 1,6 Tonnen, wenn ich richtig gesehen habe, sind es. Also vielleicht so auf 1,5 runter irgendwie. Man hätte es, denke ich, safe hinbekommen. Und dann wäre das hier eine ganz, ganz, ganz andere Sachlage, gehe ich davon aus. In der Form, wie gesagt, bin ich leider mit dem Wagen jetzt nicht so wirklich zufrieden tatsächlich. Aber ja, ich sag persönlich, es ist ein Mustang. Er fühlt sich an, wie ein Mustang sich damals angefühlt hat wahrscheinlich. Und dann hat Playground Games ja alles richtig gemacht. Kommt über die Ziellinie dann mit 209 km/h. Setzt eine Zeit von 2:53.963 und damit dann doch eine Zeit, die sehr, sehr gut ist für seinen LI. Nämlich schmeißt er sich mitten in die A-Klasse, in die A-Klasse jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz, aber mitten in die B-Klasse rein zu einem Lancer Evo 6. Halbe Sekunde schneller als der Skyline R33 dürfte das sein. Gut, fair enough. Die Folge mit dem R33 ist mittlerweile 400 Folgen her. Deswegen, der würde wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller sein. Aber ansonsten, Abarth 605 Riposto, ein moderner Hatchback, ist in etwa on par mit ihm. Was für beide spricht, würde ich persönlich sagen. Vauxhall Lotus Carlton, ähnlicher LI, fast eine Sekunde langsamer. Also auch von der Fahrzeugkategorie ja sehr ähnlich, vom Bau ja auch nicht allzu weit auseinander. Würde ich jetzt mal sagen, also klar, sind schon gut 10 Jahre, aber ja, trotzdem, dafür, dass der Vauxhall echt ein krasses, krasses Aggregat damals war, hat der Ford dann auch einiges richtig gemacht. Wie gesagt, das Problem ist die Kurvenlage, das Problem ist das Gewicht und wahrscheinlich damit einhergehend die Gewichtsverteilung. Das sind einfach die Schwierigkeiten von der Terminator Cobra. Aerodynamik ist halt kaum vorhanden, die das Ganze ausgleichen kann. Das ist einfach auch problematisch tatsächlich. Und wir gucken, ob wir das ändern können. Wir gehen ins Tuning und schauen mal, was hier so geht. Ich hoffe, wie gesagt, auf Anbauteile. Weil da könnte es wir geben. Wir können swappen auf einen LS, auf einen F-150. Auf einen GT350R-Motor. Okay. Now we're talking. Oder warte, ist das der? Doch, müsste der sein eigentlich. Viper V10, klar, TVA V12. Das ist der Huni Truck. Witzigerweise habe ich das erkannt, als ich auf die, auf den Graphen gezeigt habe, geschaut habe, mit dem Drehmoment und der Leistung. Und Racing V8, klar. Okay, nice. GT350 Motor finde ich cool. Ich hätte den GT500er noch gefeiert. Oder Hellcat, wäre auch geil gewesen. Ja, Turbos können wir draufballern, aber das machen wir mal nicht. Okay, wir haben das Saline-Kit, immerhin. Immerhin, das ist fein. Das ist dann doch ganz cool. Ja, das machen wir auch drauf, das finde ich schick. Ein bisschen mehr wäre vielleicht cool gewesen, aber wie gesagt, das hier ist einfach ein brutales Aggregat einfach von einem Fahrzeug. Mit einem astronomisch riesigen Aftermarket, aber dass wir das zumindest haben, ist cool. Ich bin gerade noch überlegen, machen wir das Ding drauf? Ne, wir machen den normalen Flügel drauf. Und ja, wir können ihn entfernen oder Forza Aero. Machen wir beides nicht. Okay, nice. Wir haben okay, ja. Wir wissen, wo die Kurvenlage herkommt. Wir haben Reifen, die aus den 60ern kommen. Wenn die Straßenreifen 40 LI draufgeben, also dann sind das keine Reifen, was der serienmäßig hat. Okay, ja, das erklärt einiges. Das erklärt durchaus einiges. Weil es sind ja riesen Reifen. 75er vorne, 75er hinten. Also das ist ja astronomisch gigantisch groß. Das ist cool, dass das geht. Wenn du Dragster aufbauen willst, kannst du das machen. Die Felgen lassen wir, weil die finde ich geil. Felgen belassen wir bei den Standardfelgen, würde ich jetzt mal sagen. So, Kupplung und Getriebe rein. Der Wagen wird auf jeden Fall auch noch tiefer gehen. Und zwar deutlich, weil da der liegt halt viel zu hoch, ne? Gerade jetzt auch mit dem Bodykit. Bremsen. Ja, Fahrwerk kommt rein.
Was ich an dem Celine-Kit jetzt nicht so geil finde, muss ich sagen, ist, dass er. Ist das ein eigener Überrollkäfig, ich würde sagen? Tatsache. Das ist ein Custom-Überrollkäfig in dem Ding. Geil, nehmen wir mit. Nein, was ich nicht geil finde, ist, dass die Linie unten zerstört wird damit. Was ich damit meine, warte, die Perspektive ist eigentlich gut. Schau dir die Stoßstange an von der Linie vorne. Den, ja, diesen Diffusor, den kleinen hinten, was der tiefste Punkt ist. Und dann hast du den Seitensplitter, der nochmal einen Zentimeter tiefer liegt. Das finde ich persönlich nicht geil. Deswegen, wir werden da gleich noch mal reingucken, wie. 1,7 Tonnen. Jetzt wird es noch krimineller. Ja, ob wir den vielleicht sogar weglassen dann. Wobei, der Seiteneinlass ist halt eigentlich geil an dem Ding. Wobei, ganz ehrlich, also, diese Linie beizubehalten ist mir persönlich deutlich wichtiger. Das sieht so viel schöner aus in der Form. Ne, wir bleiben beim Standard-Sound und der kriegt mal so 500 PS, hätte ich jetzt gesagt. 500 plus 6 vielleicht nochmal. Plus 12, ne. 510, okay. Weil du so lieb gefragt hast, sind seit 510 dann. Das ist fein. Das würde er hinkriegen mit den Sportreifen und so weiter. Ich bin auf die Farben jetzt extrem gespannt. Es gibt eine Farbe für diesen Wagen, die nennt sich Mystic Chrome. Die ist eigentlich Pflicht. Und nicht vorhanden. Sehr gut. Dann gehe ich davon aus, ich werde hier jetzt sehr früh einen sehen. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist Mystic Chrome. Ist es nicht ein bisschen dunkler? Scheinbar nicht. Okay. Der Mystic Chrome ist so ein blau-lila Zwei-Farben-Lack, also Perlmutt nennt sich das, glaube ich. Das war eine Farbe, die ist erstmals, glaube ich, auf ihm hier vorgekommen bei Ford. Und die sieht so böse geil aus, einfach nur auf dem Ding. Also klar, ein Celine-Design wäre auch geil gewesen, aber das ist so schick einfach nur. Und ist halt so die Signaturfarbe dieses Autos, deswegen kriegt er die jetzt auch. Ich gehe normalerweise gerne auch mal in die exotischere Richtung. Was die Farbe angeht, dass ich da mal so ein paar Sachen nochmal. Oder mal was mache, was nicht so ganz offensichtlich ist. Aber in dem Fall sieht das einfach zu gut aus. Aber geil, dass in dem Wagen auch echt zu viel Detail geflossen ist. Klar, die Farbe Mystic Chrome hätten sie gerne serienmäßig reinbringen können. Aber nein, ich meine, es ist ein Überrollkäfig beispielsweise. Das ist sehr, sehr geil. Weil das ist ein eigener Safe. Das wäre jetzt interessant, warte mal. 2003 Ford. Den muss sagen, ist das? Hatte das Ding Überrollkäfig? Und wenn ja, ist das selbiger, den wir hier sehen? Das wäre jetzt höchst spannend. Ich glaube aber nicht, soweit ich sehe. Ich könnte zumindest jetzt keinen Überrollkäfig erkennen auf den Bildern, die ich finde. Okay. Ja, man kann mal gucken. Das war gerade so mein Gedanke, dass der Überrollkäfig, den wir haben, vielleicht von dem Celine Mustang kommt. Hätte ja sein können. Das ist jetzt kein dramatisch unrealistischer Gedanke, finde ich persönlich. Alright. Nee, wir fahren das normale Rennen, bitte. Retro-Muzzle, da ist er dabei. Ich finde aber die Retro-Muzzle-Kategorie, die könntest du eigentlich mal löschen. Du kannst jedes Auto woanders einsortieren. Ausnahmslos jedes. Genauso auch bei Modern-Muzzle. Ich hoffe echt, dass das in Horizon 6 besser gemacht wird. Wenn Horizon 6 kommt, dann ist er noch nicht durch. Ob das dieses Jahr kommt oder nicht. Das ist ja noch nicht mal angeteasert, muss man ja sagen. Ich würde es mir wünschen, natürlich. Weil klar, ich habe Bock an Horizon 5 aktuell. Aber an Horizon 6, wenn es eine geilere Map hat und vielleicht nochmal so ein paar Features, gerade wenn es eben nicht mehr auf der Last Gen auf der Xbox One erscheint, das wäre schon geil. Weil dann hat Playground Games auch einfach viel mehr Freiraum, nochmal Dinge zu tun. Die man sonst halt technisch gesehen nicht machen könnte, weil die Xbox One muss das Spiel auch noch irgendwie so laufen bringen.
wenn auch nur mit 30 FPS, aber es muss da ja trotzdem funktionieren, zumindest. Ich gehe mal davon aus, tatsächlich, dass wenn die Folge kommt, wir schon die Folge mit dem 24er Mustang gemacht haben. Das heißt, wir haben aktuell echt so ein bisschen eine Mustang-Phase, kann man sagen. Aber ich finde es einfach geil. Das ist wirklich mein Update einfach hier. Wir haben ja noch eine Woche. Und zwar diese Woche dürfte das sein, wenn das Video hier kommt. Dann ist das die letzte Woche von dem Update hier. Das heißt, wenn wir dann den Jaguar ausgefahren sind, werden wir auch ein Fazit allgemein nochmal ziehen zu allem. Aber bisher ist das, finde ich, eines der geilsten Updates. Muss ich ehrlicherweise so sagen. Das ist schon sehr, sehr cool einfach. Ich mag's. Bin da ein Freund davon. Na komm, schieb dein Foxbody weg. Der Foxbody hat mehr Anbauteile, ne? Gut, der ist halt auch eine Bastardmaschine, muss man sagen. Aber ich glaube, der Foxbody hat ein paar mehr Bodykits nochmal. Ja, wie gesagt, also da. Was mir gerade auffällt, wir kriegen aus dem Motor gar nicht so viel Power raus, kann es sein? Wir haben die Rennlockenbette drin, mit Kompressor wahrscheinlich nochmal so 100 PS oben drauf. Denn du kommst so mit dem Standardmotor, würde ich jetzt mal schätzen, so 700, 800 PS maximal. Boah, da hätte ich schon gerne mehr gesehen. Weil das ist halt, also die V8-Motoren von den Mustangs, die sind einfach kugelsicher. Da kannst du machen, was du willst und die fliegen dir nicht um die Ohren. Deswegen, die kannst du ja auch richtig hochballern in der Power einfach. Schade, dass das hier wohl nicht geht. Wir haben es aber nicht geschaut. Deswegen, es kann sein, dass der Rennkompressor irgendwie 300 PS gibt oder so. Das ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Ah, schnellste Runde, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und 1000 Credits. Och Gott sei Dank, wir haben die Fußmatte bezahlt. Genau das wollten wir haben. So, er ist immer noch ein bisschen schwer auf der Vorderachse. Wir haben eine Gewichtsverteilung, die nach vorne überwiegt. Und das merkt man schon tatsächlich. Deswegen, wir werden mal ein paar Sachen anpassen. Zum einen mal deutlich mehr Nachlauf. Gehen wir mal auf 6,2. Für weniger Untersteuern die Stabis vorne weicher stellen. Federn vorne einen Tacken weicher, dass wir in die Kurve gut reinbremsen können. Dementsprechend auch hier leichte Anpassungen mal. Ja, ein bisschen weniger Bremsdruck, würde ich jetzt mal sagen. Und genau, Differential, deutlich mehr Sperren auf der Hinterachse. Beim Beschleunigen, beim Verzögern, ein bisschen mehr Öffnen, sollte uns aus Understeer City rausgeführt haben. Hoffentlich. Boah, wir haben jetzt aber auch echt kaum Respawn. Also ich glaube auch echt, und das würde auch die Zeit von 0 auf 100 erklären, dass wir da so viel langsamer sind als die reale Angabe. Allein mit Straßenreifen wäre der halt mehrere Sekunden schneller. Aber das würde alle Sinn ergeben, dass er so langsam ist von 0 auf 100, dass wir uns am Anfang instant gedreht haben. Also eigentlich müsste ich den Wagen fast nochmal über die Teststrecke fahren. Im Serienzustand mit Straßenreifen. Weil irgendwie, ja, wie gesagt, das, was der Stock sonst hat, ist halt Quatsch einfach. Aber gut. Alter, die Bremse greift aber göttlich. Also das ist echt die größte Überraschung an dem Auto. Klar, hier sind es Rennbremsen, eingestellte Rennbremsen, aber auch serienmäßig. Ich dachte nicht, dass das Fahrwerk so ein Desaster ist. Oder die Reifen. Ich dachte echt, es sind die Bremsen, die bei dem Wagen eine Katastrophe sind. Aber dem ist nicht so. Der Wagen fährt sich gut auf der Bremse. Ja, fährt sich gut auf der Bremse. Ich weiß, klingt super, aber er funktioniert sehr gut auf der Bremse. Das meinte ich.
Das ist die Aussage. Drag Race mit dem S. Martin. Ja, okay, das gewinnt der V12. Das war leider erwartbar tatsächlich. Der Mustang ist quick, aber so ein V12 Vantage. Leicht andere Nummer. Der Vantage hat er jetzt ein Facelift bekommen, ne? Das finde ich voll geil. Ist ein bisschen inspiriert vom V12 Vantage, vom Non-Facelift. Und ein bisschen DB12 hängt auch noch mit drin. Aber ich finde das Facelift vom Vantage echt geil, weil das halt ein bisschen mehr wieder in die Richtung Aston Martin zurückgeht. Und dabei aber ein paar brutal geile Akzente setzt. Also das wäre cool, wenn wir den kriegen würden. Weil das ist ein Facelift, nicht so eine Lachnummer wie mit dem TT. Wo sie irgendwie sagen, ja, wir haben leicht andere Endrohre und ein bisschen einen anderen Flügel. Der Vantage, guckt euch den mal an. Das ist ein ganz anderes Auto einfach. So, aber eben vorbei an der Twin Mill, die in etwa das Doppelte an Power hat, das Dreifache wahrscheinlich sogar. Ja, das hat das Dreifache, ich glaube 1800 PS hat sie. Das heißt, es fehlt ein Porsche. Ein Porsche, der sogar einen großen Flügel hinten drauf hat. Das ist der alte Cayman, das ist der Rocket Bunny Flügel. Aber ohne Rocket Bunny Kit. Weshalb der Porsche nicht breit genug ist, um hier verteidigen zu können. So nämlich. Sehr, sehr, sehr gut. Ah, come on. Der rennt jetzt aber auch, ne? 270 einfach mal direkt hier. Das ist so weh. Du hast dann so ein Auto und auf einmal fährst du so 270 Richtung 280 ganz geschmeidig im Berg auf. Das ist so crazy, weil das, du guckst den Wagen an und traust ihm das eigentlich nicht zu. Ah, geiler Wagen. Geiles, geiles Teil. Macht Laune zu fahren. Kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, mittlerweile dürft ihr nicht mehr in der Playlist sein. Mittlerweile müsste Jaguar sein. Ich hoffe, ihr habt ihn euch abgeholt. Denn mich hat er abgeholt. Ich würde aber sagen, mit diesem Video wäre es das gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.